Dort, wo Bayern an Thüringen grenzt, zwischen Oberfranken und dem Thüringer Wald, verbindet eine neue Eisenbahnstrecke Menschen und Märkte. Die Brücke über dem Froschgrundsee ist die letzte auf bayerischer Seite. Hier ist die Grenze zu Thüringen, kurz vor dem Tunnel Müs. Fast die Hälfte der 107 Kilometer Neubaustrecke VDE 81 zwischen Ebensfeld und Erfurt verläuft entweder in einem der 22 Tunnel oder auf einer der 29 Brücken. Eine der größten Ingenieurleistungen Deutschlands der letzten Jahre. Sie ist Kernstück der neuen Verbindung Berlin-München. Im Planfeststellungsverfahren hatte sich die Variante mit der kürzesten Verbindung durch den Thüringer Wald durchgesetzt. Möglichst wenig Fläche wird beansprucht, die ökologischen Zusammenhänge werden so wenig wie möglich beeinflusst. Wo heute eine fertige neue Bahntrasse für Personen und Güter verläuft, wurden ab 2006 in einem wahren Kraftakt Trasse, Tunnel und Brücken errichtet. Auch der Bau der Brücken folgte den ökologischen Grundsätzen. Sie überspannen, technisch teils in Rekordspannweiten, die Täler, um den Talraum nicht zu beeinträchtigen. 270 Meter beträgt die Bogenstützweite der Grümpentalbrücke in Thüringen. Spektakulär die Sprengung der Hilfsstützen, die für den Bau des Bogens benötigt wurden. Die benachbarte Talbrücke Froschgrundsee in Bayern hat die gleiche Bogenstützweite. Gemeinsam sind sie die Grümpental- und die Froschgrundseebrücke, die am weitesten gespannten Eisenbahn-Betonbogenbrücken Europas. Zusammengerechnet sind es 12 Kilometer Brückenlänge auf der Neubaustrecke VDE 81. Die Ilmtalbrücke ist die längste mit knapp 1,7 Kilometern. Die Mainbrücke Wiesen, eine dreifeldrige Stabbogenbrücke, ist so konzipiert, dass sie dem Main bei Hochwasser genügend Fläche lässt. Das Besondere, die Stabbogenkonstruktion befahrbar bis 280 km pro Stunde. Bevor die Brücken in Betrieb gingen, wurden sie noch einmal streng kontrolliert, wie hier die Dunkeltalbrücke bei Goldisthal. Danach wird in regelmäßigen Abständen überprüft. Ein spezielles Ingenieursteam untersucht jeden Zentimeter der Betonaußenfläche auf Risse und Besonderheiten und dokumentiert diese. Schwerwiegende Fälle werden beseitigt, kleinere Unregelmäßigkeiten beobachtet. Die Tunnelbauwerke 8 in Bayern, 14 in Thüringen haben eine Gesamtlänge von 41 Kilometern. Der Bau eine geologisch anspruchsvolle Aufgabe, jedes Gestein ist anders. Die Mineure haben sich mit Abbauwerkzeugen und Sprengungen durch den Berg gearbeitet. Bergmännische Bauweise heißt das in der Fachsprache. Bagger tragen das Material ab. Die Ausbrucharbeiten laufen durchgängig 24 Stunden am Tag. 5,40 Meter schafften die Mineure im Schnitt. Die Ausbruchstelle wird mit Spritzbeton gesichert. Die Bauarbeiter tragen zusätzlich Stahlgittermatten, Anker und Spieße auf. Tunnel Höhenberg in Bayern im August 2012. Der letzte Tunnel der Neubaustrecke ist durchschlagen, ein Grund zum Feiern. Nach dem Durchschlag erhalten alle Tunnel eine zweite Betonschicht. Mit Hilfe eines Schalwagens wird der Stahlbeton aufgetragen, wie hier im Blesbeck-Tunnel. Er ist mit 8,3 Kilometern der längste Tunnel der Neubaustrecke, der drittlängste in Deutschland. Er unterquert den Rennsteig, den höchsten Punkt der Strecke. Im Mai 2013 sind alle Tunnel im Rohbau fertig. Fortschrittlich auch die Haubenbauwerke an den Tunnelportalen des Silberberg- und Blesbeck-Tunnels. Fährt ein Zug mit hoher Geschwindigkeit in einen Tunnel, schiebt er die Luftmassen vor sich her.
Am Ende der Röhre kann es so zum sogenannten Tunnelknall kommen. Die Haubenbauwerke an den Ein- und Ausgängen verhindern dies. Sie wirken wie Schalldämpfer, da in ihren Lücken die Luftmassen verwirbelt werden. Damit auf der Strecke Geschwindigkeiten bis 300 km/h gefahren werden können, verlegen die Bauarbeiter auch im Tunnel die sogenannte feste Fahrbahn. Vorgefertigte Betonplatten, die millimetergenau aneinandergereiht werden wie Dominosteine. Exakter, günstiger und wartungsärmer als herkömmlicher Gleisbau. Die Strecke wird ausgerüstet. Die Masten nehmen die Oberleitungen auf. Der Fahrdraht wird mit Spezialfahrzeugen verlegt und kontrolliert. Die Energie kommt aus dem Bahnstromnetz. Dazu sind 35 Kilometer neue Bahnstromleitungen gebaut worden. Eine neue Trasse führt über 23 Kilometer von Bayern nach Thüringen zum Unterwerk Roth. Eine zweite schließt die Strecke von Norden her an. Am Unterwerk wird der Strom von 110 kV auf 15 kV transformiert und dann in den Fahrdraht, die Oberleitung, eingespeist. Vier dieser Unterwerke und Einspeisepunkte gibt es an der Neubaustrecke. Elektronische Stellwerke ESTW sind im Einsatz. Die Fahrstrecken werden von Fahrdienstleitern in den Betriebszentralen Leipzig und München gelegt. Über alle technischen Neuerungen und Bauzustände ist stets informiert worden, auf Versammlungen im Internet und im Infopunkt Goldisthal. Mehr als 70.000 Anwohner und Interessierte haben dies genutzt. Vor der kommerziellen Inbetriebnahme stehen Testfahrten an, unter anderem die Hochtastfahrten. Der ICE-S, ein mit speziellen Prüfgeräten ausgerüsteter Zug, tastet sich nach und nach an die Höchstgeschwindigkeit von 300 km/h heran. Ein weiterer Schritt, Testfahrten für das neue Zugsicherungssystem ETCS. Es gibt keine wartungsaufwendigen Streckensignale mehr. Stattdessen ortet sich der Zug selbst über ein spezielles Eisenbahnfunknetz und den ständigen Datenaustausch zwischen elektronischen Meilensteinen, den Eurobalisen, Fahrdienstleitern in der Betriebszentrale und Lokführern. Eine digitale Standardtechnik, die für Neubaustrecken in Europa vorgeschrieben ist. Gleichzeitig finden Streckenkundefahrten statt, Lokführer lernen ihre neue Trasse kennen. Auch das Notfallkonzept wird mit simulierten Unfällen noch einmal auf Herz und Nieren geprüft, wie hier auf der rund 800 Meter langen Froschgrundseebrücke oder im 8 Kilometer langen Blessbergtunnel. In jedem Tunnel gibt es Notausgänge, die über ein System von Rettungsstollen erreichbar sind. Inzwischen sind mehr als 1000 Notfallkräfte geschult und vorbereitet. Die Strecke durch den Thüringer Wald folgt auch einem ökologischen Plan. Bäume und Sträucher entstehen als Kompensationsflächen, als Ersatz für das, was dem Streckenbau weichen musste. Insgesamt sind rund 1000 Hektar Fläche für Ersatzmaßnahmen und Pflanzungen genutzt worden. Lärmschutzwände sind so angelegt, dass überall an der Strecke die gesetzlich zulässigen Lärmpegel eingehalten werden. Teile des Mains wurden renaturiert und mit Biotopen neu modelliert. Empfindliche Ökosysteme bleiben intakt oder werden aufgewertet. Mit der Eröffnung im Dezember kann die Strecke viele Fahrgäste von Flugzeug und Auto in die umweltfreundliche Bahn locken. Es werden neue Fahrzeiten und Linien möglich. Erfurt und Nürnberg sind dann direkt verbunden in einer Fahrzeit von 1 Stunde 20 Minuten. Dann ist auch das große Ziel erreicht, München-Berlin in knapp 4 Stunden. Das Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nummer 8, das VDE 8, verbindet auf der Neubaustrecke 8.1 Bayern und Thüringen in einem neuen Bahnzeitalter. Ein Lückenschluss zwischen den Bundesländern, ein Lückenschluss im deutschen und europäischen Schnellbahnnetz.